liebe Aquarellfreunde, kürzlich gab es ja den Film zu den granulierenden Farben. Heute möchte ich euch einmal meine Basic-Ausstattung zeigen, die Farben, die ich normalerweise benutze. Ich habe eine relativ reduzierte Palette und viele Farbtöne ermische ich mir, auch auf dem Papier. Wir gehen jetzt einmal durch die Anordnung meiner Farben auf der Palette durch. Zwischendurch gibt es auch ein paar Mischtipps und einige Bilder werden wir uns anschauen. Wir gehen jetzt mal durch die Palette durch und ich erkläre, welche Farben ich verwende. Die erste Farbe in meiner Palette ist Cadmiumgelb. Ich benutze das Cadmiumgelb von Winsor & Newton, Cadmiumgelb Mittel. Das ist ein schöner, recht warmer gelber Farbton, den ich oft mit Cadmium Orange abbreche. Ich mache das mal jetzt in dieses Fach hier gleich mit rein. Cadmium Orange oder auch eine Spur lichter Ocker und damit kann ich diesen Gelbton wunderbar variieren. Dieses Gelb kommt zum Beispiel zum Einsatz, wenn ich hier zum Beispiel schön als Farbkontrast zu den dunklen Farben das reine Gelb einsetzen möchte oder zum Beispiel auch hier bei dieser relativ monochromen Geschichte die gelbe Zitrone. Hier haben wir nochmal ein Bild aus dem Skizzenbuch mit dem Cadmiumgelb, welches vor allen Dingen seine Kraft entfalten kann in der Wirkung mit dem komplementären Violett dazu. Die nächste Farbe ist Lichter Ocker von Winsor & Newton. Das ist ein ganz tolles gelbliches Pigment, welches ich sehr, sehr häufig benutze. Oft ist das der leichte Sonnenschein, zum Beispiel bei meinen Himmelsfarbaufträgen. Und der große Vorteil vom lichten Ocker ist, dass es sich, wenn man es mit, ich mache das mal hier daneben noch ein Feld für den lichten Ocker, dass er sich mit dem Blau nicht zu grün vermischt. Ich kann also, wenn ich einen schönen Sommerhimmel malen will, fange ich an, unten an mit lichter Ocker und setze von oben das Kobaltblau dagegen und vermische die beiden Farben, mit wenigen Strichen natürlich nur. Und das Gelb bewegt sich hier in das Blau hinein, aber es wird nicht grün. Und wenn ich das Ganze mit dem Cadmiumgelb und dem Blau machen würde, hätte ich ein schönes Grün hier auf dem Papier, was entstehen würde. Das ist die eine Stärke von dem lichten Ocker und ansonsten verwende ich es noch sehr viel als Untermalung für dunkle Farbaufträge. Die nächste Farbe ist Cadmium Orange, eine Farbe, die ich nicht allzu häufig benutze, aber sehr viel in der Porträtmalerei. Da ist es die warme Untermalung für die Hauttöne, aber immer nur in Verbindung, eigentlich nie separat, weil das auch ja, ein sehr, zwar leuchtend, aber sehr eindimensionales Pigment ist. Ich mische mal hier ein bisschen Cadmiumrot mit rein. Das wäre zum Beispiel eine schöne Mischung für die warmen Bereiche der Haut. Nächste Farbe in meinem Kasten ist Cadmiumrot. Ein schönes, warmes und auch ziemlich deckendes Rot. Wobei ich benutze diese Farbe von Winsor & Newton wieder. Und da ist es doch, wie wir hier schon sehen, relativ transparent. Die Cadmiumfarben sind grundsätzlich eher deckende Pigmente. Ihr seht das immer notiert auf der Tube an diesem Quadrat. Wenn das ausgefüllt ist, heißt es, das Pigment deckt. Wir nehmen mal als Gegensatz dazu Kobalttürkis Light. Die Farbe ist halbdeckend. Da ist es also halb durchgestrichen oder halb ausgefüllt. Und hier zum Beispiel bei Alizarin Crimson von Winsor & Newton haben wir das völlig leere Kästchen. Diese Farbe ist sehr transparent. Noch eine zusätzliche Sache zum Cadmiumrot. Es ist für sich gesehen ein schönes, warmes Rot, aber ich benutze es tatsächlich häufig auch in Mischungen mit anderen Farben, um andere Farben aufzubrechen. Also zum Beispiel, wenn ich ein schönes Grau mir ermischen will, dann kann ich hier mein Grün, was ja nachher noch erklärt wird, nehmen und das Rot dazu und bekomme einen schönen neutralen Farbton. Und dann zeige ich euch noch die Mischung, die ich auch gern verwende. Das ist Cadmiumrot mit Ultramarin oder Kobaltblau zusammen. Für einen regnerischen Himmel gibt ein traumhaftes graustichiges Braun.
Alle Cadmiumfarben sind wichtig für die warmen Hauttöne in Porträts. Das Gelb, das Orange und das Rot mit sehr viel Wasser leicht lasiert ist immer eine ganz sichere Sache für einen schönen, warmen Hautton. Die nächste Farbe in meiner Palette ist Alizarin Carmesin oder Alizarin Crimson von Winsor & Newton. Das ist mein kühles Rot. Kühl nennt man ein Rot immer dann, wenn es in Richtung Blau geht, also schon deutlich Blauanteile hat. Warmes Rot hat Gelbanteile. Eine ganz tolle Farbe, wie ich finde. Sehr transparent, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und durch diese Transparenz eben eine tolle Mischfarbe, weil ich kann andere Farben dazu mischen. Zum Beispiel eine Mischung, die ich wirklich viel verwende für Schatten. Alizarin zusammen mit Ultramarin. Ultramarin ist auch, glaube ich, ein halbtransparentes Pigment und dadurch, weil sie eben beide sehr durchsichtig sind, bekomme ich eine schöne, schöne Mischung, einen schönen Violettton, der in sich natürlich sehr interessant ist, zumal wenn ich hier ein bisschen mehr Blau mit reingebe, dann bekomme ich eben ein Violett, was changierend ist, zu Rot und Blau hin tendiert und sehr interessant und lebendig dadurch wirkt. Die nächste Farbe ist auch ein ganz großer Favorit von mir und kommt eigentlich fast in jedem Bild vor. Das ist Siena gebrannt. Auch bei Winsor & Newton eine transparente Farbe. Können gerne noch mal gucken zusammen auf die Tube. Also wir sehen auch hier auf der Tube notiert ein Kästchen, was überhaupt nicht ausgefüllt ist, also transparente Farbe. Und wir sehen es hier auch, die Pigmente verteilen sich sehr weitläufig auf dem Papier und dadurch kann das Weiß des Papiers wirklich schön hier in meinem Farbauftrag mitspielen. Auch eine ganz hervorragende Mischfarbe, zum Beispiel mit Cylinblau zusammen. Nächste Farbe in meiner Palette ist Umbra gebrannt. Ach, das ist ja gar nicht Umbra gebrannt. Nochmal neu. Die nächste Farbe hier in meiner Palette ist Van Dyck Braun. Manchmal ersetze ich das durch Umbra gebrannt. Van Dyck Braun ist halbtransparent, also auch eine schöne Farbe zum Mischen, weil sie eben nicht so sehr dominant ist und deckend, sondern das Papierweiß durchscheinen lässt. Eine Modefarbe der letzten Zeit, aber auch von mir wirklich sehr gerne und viel benutzt, ist Neutraltinte. Das ist bei Winsor & Newton ein relativ bläuliches Grau. Bei Schminke ist dieser Farbe mehr braun, glaube ich, beigemischt. Jedenfalls die Schminke-Neutraltinte ist deutlich brauner. Hier diese von Winsor & Newton ist bläulicher. Dieses Pigment ist ein Mischpigment aus drei Pigmenten. Und das findet ihr auch immer auf der Farbtube vermerkt. Also wir sehen hier die Erklärung, es ist deckend und es hat diese drei Pigmente in der Mischung. Neutraltinte verwende ich sehr häufig für meine Tonwertskizzen. Hier zu sehen, das ist nicht wirklich eine Tonwertskizze, sondern das ist dieser Grauton Neutraltinte, wenn es mal schnell gehen muss. Und hier kommt die Tonwertskizze. Das ist ausschließlich mit Neutraltinte gemalt. Da kann man also schön die Helligkeiten, Dunkelheiten in einer Schwarz-Weiß-Übung sozusagen für sich klären. Und dafür nutze ich dieses Pigment. Hier ist noch ein Beispiel für Tonwertskizzen mit Neutraltinte. Einfach kleine, handtellergroße Skizzen, um kompositorische Elemente im Bild auszutesten. Jetzt kommen wir zu meinen Grüntönen. Und jeder, der schon ein paar Filme gesehen hat hier von der Aquarellwerkstatt, der kennt dieses spezielle Grün, bei dem ich mir immer die Zunge breche. Das ist ein Grün, was ich relativ noch nicht so sehr lange habe, von Daniel Smith. Es heißt Green Appetite Genuine. Und wie gesagt, ich habe lange geübt, diesen Namen richtig gut aussprechen zu können. An dem Grün gefällt mir, dass es schön granuliert. Die Pigmente setzen sich jetzt hier ab und bilden ein sehr interessantes Erscheinungsbild für Laub zum Beispiel. Auch als Mischfarbe für Meeresgrün ist es auch ganz toll geeignet.
Die nächste Farbe ist nochmal ein Grün, ein dunkleres Grün, Perilane Green von Winsor & Newton. Auch hier haben wir diese leichte Granulation. Auch wieder ein transparentes Pigment und wird von mir gerne benutzt mit einer Spur Ultramarin. Ich mache mal nochmal ein Kästchen daneben. Für Bäume, die weit entfernt mit einem relativ dunklen Tonwert erscheinen sollen. Bei diesem Arbeitsblatt zum Thema Himmel können wir ganz gut die zwei verschiedenen Grüns noch einmal anschauen. Wir haben hier das relativ warme Green Appetite Genuine und das Perilane Green mit dieser Fernwirkung hier in diesem Bereich oder auch hier. Hier habe ich mich mit den Grüntönen auch ordentlich ausgetobt. Es ist eine Mischung aus Green Appetite und Perilane, aber mit Sienna gebrannt in die warme Richtung geschickt und stellenweise auch hier mit dem kühlen Blauton in die kühle Richtung. Das ist ein Blatt aus dem neuen Kalender von 2021, der gerade druckfrisch fertig ist. Zu diesem Kalender werde ich nochmal ein extra Video in den nächsten Wochen machen. Zwischendurch möchte ich mich einmal ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken. Etwas über ein Jahr gibt es diesen Kanal jetzt schon. Und der Zuspruch und das Feedback ist einfach toll. Nach wie vor möchten wir hier gerne auf Werbung verzichten, damit man sich beim Anschauen der Videos ganz auf den Inhalt konzentrieren kann. Stattdessen könnt ihr die Aquarellwerkstatt über die Internetplattform Steady mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Die Infos dafür findet ihr verlinkt unter dem Video. Vielen Dank an alle, die jetzt schon mitmachen. Jetzt kommen wir zu den Blautönen. Ein schönes, kühles Blau ist Cölinblau. Ich verwende überwiegend das Cölinblau von Winsor & Newton und hier möchte ich euch einmal kurz demonstrieren, wie unterschiedlich die Farben von verschiedenen Herstellern tatsächlich ausfallen können. Das erlebe ich in meinen Kursen ganz häufig, dass jemand kommt und sagt, ich habe aber Cölin von Schminke und dann ersetzen wir diese Farbe und dann kommt dabei so etwas heraus. Beide Farben heißen völlig gleich, Cölin oder auch Coelin wird es manchmal genannt, Cerulean auf Englisch. Und von Schminke sieht dieser Farbton so aus. Und das ist schon ein großer Unterschied. Wenn man das leicht lasierend aufträgt, ist das eine unschlagbar kühle Farbe. Ein schöner mittlerer Blauton ist hier der vorletzte in meiner Palette, Kobaltblau von Winsor & Newton. Und das letzte Blau hier hinten in meiner Palette ist das Ultramarin. Diese beiden Blautöne sind natürlich ganz häufig im Gebrauch. Wir sehen auch schön den Unterschied. Nicht nur in der Farbigkeit, sondern auch in der Transparenz. Also wir sehen, das Kobaltblau ist etwas, ich sage immer, ist etwas lieber. Es bildet einen dichten, glatten Farbauftrag. Und bei dem Ultramarin gibt es eine leichte Granulation. Besonders viel granuliert französisch Ultramarin. Das ist so eine Sonderfarbe, die habe ich jetzt hier nicht in der Palette. Die würde noch mehr dieses ausflocken. Sämtliche Blautöne kommen sehr stark zum Einsatz in den schattigen Bereichen der Porträtmalerei. Und das zeige ich euch noch mal ganz kurz. Cadmiumrot gemischt mit Kobaltblau ist so die Basic-Farbe für Schatten im Gesicht. Und zwar mit einer Spur mehr Rot als Blau. So, drei Sonderfarben habe ich noch. Die liegen immer hier rechts auf der Palette. Das ist einmal das Winsor Violet. Wir sehen ganz schön, Violett aus der Tube ist immer ein bisschen schwierig. Was heißt schwierig? Es ist einfach immer ein bisschen anders als das Violett, was ich mir hier angemischt habe. Ja, das wäre so ein bisschen der Vergleich. Wir haben Alizerin-Karmesin mit Ultramarin, mit leichten Tendenzen zu Rot und zu Blau. Und hier ist das Violett aus der Tube natürlich kräftiger, aber eben auch ein bisschen künstlich. Hier haben wir nochmal ein Beispiel auch aus dem neuen Kalender für die Wirkung von Ultramarin Violet in Verbindung mit kühlem Blau, etwas Ultramarin, leichte Granulation und Kobaltblau. Eine zweite sehr wichtige Sonderfarbe ist das Lavendelblau von Miello. Wer in meinen Kursen ab und zu ist, der weiß, dass ich das wirklich sehr gerne benutze, um auch über dunkle Sachen nochmal was drüber zu decken. Lavendelblau ist eine Pigmentenmischung. Lavender heißt die Farbe eigentlich. Also das ist tatsächlich das Parkhausschildblau, sagt mein Kameramann jetzt hier gerade. In den Städtebildern kommt immer noch mal so ein Parkenschild. Das ist eben deshalb so schön, weil es über eine dunkle Farbe decken kann. Und das kann es, weil es aus drei Pigmenten besteht. Einmal ist Blau dabei,
einmal Violett und Deckweiß. Eine Dreipigmentmischung. Eigentlich natürlich, wir sehen auch schon, deshalb nicht mehr so wahnsinnig transparent, aber für mich schon unverzichtbar, um so Highlights zu setzen. Und die letzte Spezialfarbe ist die Farbe Kobalttürkis Light. Eine Farbe, die erst so in den letzten Jahren sehr stark an Popularität gewonnen hat. Eine halbtransparente Farbe, auch mit einer gewissen Deckkraft und ein schöner Mischton für Wasser, für kühles Blattwerk. Dafür benutze ich es sehr viel. Titanweiß aus der Tube verwende ich häufig, um letzte Details und Feinheiten noch zu setzen, und zwar aus der Tube direkt deckend auf einen dunklen Farbauftrag. Ihr seht, da kann man super schön nochmal ein kleines Highlight zurückbringen. So, ich hoffe, meine kleine Materialkunde über meine Farben war für euch interessant. Im nächsten Video male ich wieder ein schönes Aquarell. Bis dahin, viel Spaß beim Ausprobieren!